Die neue Callaway Great Big Bertha Serie ist auf dem Markt. Ganz eigenes Produkt. Fangen wir mal mit den Eisen zum Beispiel an. Im Grunde genommen ist das gar kein Eisen, das ist eher sowas wie ein Driver. Dasselbe gilt auch fürs Hybrid, fürs Holz und der Driver ja sowieso. Warum ist das eigentlich so? Bei den Eisen hat Callaway eine neue Bauart gewählt. Und zwar ist der Korpus aus Titan. Das ist dieses kleine Stück, so sieht das dann aus. Wiegt auch kaum was. Das ist unglaublich leicht, das Ganze. Das sind ganze 85 Gramm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann wird eingesetzt ein Wolframstück hinten am Schläger. Dann sieht er schon mal aus wie ein ganzer Schläger. Wolfram ist viel schwerer und auch teurer natürlich. Und ich glaube, es sind 130 Gramm bestimmt. So viel wie sonst in keinem Eisen. Ich wüsste nicht, dass es überhaupt ein Eisen auf dem Markt gibt, was das so macht. Dann wiederum kein Eisen, sondern auch die Schlagfläche. Natürlich wieder berechnet mit High-End-KI-Methoden, auch aus Titan. Dann gibt es noch ein Dämpfungselement. Das sind immer so Kunststoffelemente. Die haben eine Akustikfunktion für die Rückmeldung und noch ein kleiner Aufkleber, dass man auch weiß, es ist ein Great Big Bertha Eisen. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. Dann sagen manche Menschen, ja, die neuen Schläger, Listenpreis für so ein Eisen ist bei 4,99. Das ist ja ein echter Hammer. Aber man muss eben auch klar sagen, das ist in dem Fall nicht nur Marketing oder 2, 3, 4, 5 Sternchen oder sonstiges. Es hat einfach was mit Technologie zu tun. Wenn sich denn dann der Hersteller mal richtig austoben darf und die Ingenieure etwas machen und sie dürfen anstatt Stahl, Titan benutzen, Schmiedeprozesse nutzen dafür, schweres Wolfram nutzen, Dämpfungselemente, ja, dann ist der Aufwand für ein Eisen praktisch der gleiche wie für einen Driver. Das begründet den Preis, aus meiner Sicht. Ich habe die ausgiebig geschlagen, gefallen mir sehr gut. Die Zielgruppe sind die, die nicht mehr ganz so schnell schwingen, aber eben nicht die Ultraleichtgewichtsschläger. Also nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe noch ein Eisen 7 auf 70, 80 Meter als Mann, sondern ich kann es mir deutlich leichter machen und effizienter machen, auch außermittig super gut. Dazu kommt, dass diese Eisen mal anders als sonst nicht noch flacher geworden sind, sondern sie haben wieder 30 Grad Loft im Eisen 7. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, sehr sympathisch. Denn mit diesem 30 Grad Loft und dem niedrigen Schwerpunkt fällt es leicht, den Ball hoch zu starten. Und das ist bei Weiten bis 130, 40 Metern oft eigentlich erstmal die Hauptgeschichte, vernünftigen Ballstart zu kriegen. Und man kann sich gewiss sein, mehr an Material und Technologie ist eigentlich kaum machbar. Dazu noch die UST Helium Schäfte oder leichte Nippon Stahlschäfte, das ist auch eine gute Alternative. Und noch eine ganze Reihe mehr, das, im Fitting ergibt sich dann noch alles mögliche, was man machen kann. Ist eine tolle Geschichte. Ja, das bedeutet, wer noch die letzten paar Prozent raushaben möchte, Titan, Wolfram, Mini-Driver als Eisen, so nenne ich das. Sollte den mal probieren. Sehr cool, leicht Draw-basiert, nicht zu sehr. Ein bisschen Offset hat er natürlich. Ein bisschen Anti-Slice ist aber nicht eine der ganzen Hardcore-Schläge, was das angeht. Sehr guter auch Sound, mir macht der Freude. Und wenn wir dann weiter gucken, die ganze Familie, wie auch hier die Hybrids. Die Hybrids sind fast mehr so ein bisschen in der Art wie schon ein kleines Hölzchen aufgebaut. Ein bisschen breitere Bauart, nicht ganz so tropfenförmig. Also mir gefällt das auch ganz gut. Auch ein bisschen, ja, Draw-basiert. Ist halt durchgehend in dem Satz. Und auch hier Titan. Auch diese Konstruktion mit Korpus, Schlagfläche und den Elementen ist aus Titan. Wolfram wird noch mit eingebaut. Ich guck mal gerade nach. Wir haben Carbon noch als Krone, zum Teil als Deckel. Wir haben 78 Gramm, die anders platziert werden konnten, sowohl hier in der Sohle als auch innen in dem Schläger. Und das hat schon eine Auswirkung. Also ich habe die auch getestet. Und nach meinen Daten bin ich echt, muss ich sagen, ganz schön angetan. Ich habe auch da eine Effizienz im Treffmoment fast wie beim Driver. Es gibt einen sogenannten Smash-Faktor, also wie viel Ballgeschwindigkeit bekomme ich raus, bei wie viel Schwunggeschwindigkeit.
Ja, und das ist im Grunde genommen das Maximal, was auch bei Treibern zugelassen ist. Und mehr geht halt nicht. Damit hat man das Ganze dann auch erledigt. Die gibt es, auch das finde ich spannend, in einem breiten Umfeld vom 18 Grad 3er Hybrid bis hin zum 8er Hybrid mit 32 Grad. Ist wirklich fast wie ein 8er Eisen aus dem Satz. Also wer sagt, ich spiele Eisen ungern, okay, Sand, Pitch 9 und dann möchte ich auf Hybriden wechseln, der ist mit dem Satz wirklich ganz hervorragend bedient. Also super Empfehlung im Zusammenhang mit den Eisen, kostet auch genauso viel, 4,99 €, unverbindliche Preisempfehlung. Auch wieder wie ein kleiner Driver aufgebaut, extreme Performance und dazu noch eine Verstellung. Wir haben also hier wieder die Optifit-Verstellung. Ich kann also Loft, Lie justieren. Brauche ich dann jedes Hybrid? Nein, nicht unbedingt. Aber ich kann auch staffeln, nämlich meinetwegen eine 8, eine 6, eine 4 und kann die noch einstellen, dass ich einen vernünftigen Abstände in den Weiten habe. Sehr gut gemacht, Hybrid verstellbar, High-End, Sound gut, auch eine klare Empfehlung für Schwünge, die nicht ganz so viel Power eben haben. Gehen wir weiter zu den Hölzern. Ja. Ebenfalls etwas leichtgewichtiger als die Standardhölzer. Titan, 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 auch wie jeder Schlagfläche und Korpus, Carbon, Deckel und Sohle in dem Bereich, sehr viel Material. Was dann auch nochmal in der Sohle für einen leichten, hohen Ballstart positioniert werden kann. Hier außen. So. Hier außen sieht man das auch wieder. Und auch wieder die Verstellmöglichkeiten, die wir haben. Sehr gut zu justieren, ist eine enorme Hilfe im Fitting und natürlich dann auch auf der Bahn. Ich habe das Holz 3 ausgiebig testen dürfen. Ja, Daten wie beim Driver auch. Perfekt, perfekte Effizienz, runter ja, bis zu den Hybriden, das ist wirklich genial. So, gehen wir nochmal weiter. Eins bleibt natürlich noch, wie immer wichtig, auch der Driver. Auch hier wieder eine High-End-Konstruktion, viele bekannte Technologien bei Callaway. Jailbreak in der neueren Form, also Versteifungen, die wir oben hier in den Bereichen haben, um die Schlagfläche abzustützen, Carbon, Deckel in dem Bereich und das Ganze in einem Paket, was ein paar Gramm leichter ist. Ich habe ihn gewogen, der Kopf wiegt 186 Gramm mit Schrauben. Das ist echt nicht viel, denn das sind locker mal 10 Gramm oder auch noch mehr leichter als die normalen Treiber und so macht Leichtgewicht natürlich Sinn. Aber eben nicht extremst leicht. Auch hier zieht sich die Konstruktion, und das gefällt mir sehr gut, komplett durch. Also vom Sandeisen bis zum Driver, alles durchgehend, sehr leicht zu bedienen. Die gleichen Schäfte, die UST Helium Schäfte als Standardschaft in verschiedenen Varianten verfügbar. Daten auch hier sehr gut verfügbar in 9, 10,5 und 12 Grad. Leichte Draw-basierte Ausführung, auch das durchgehend. In Summe kann ich nur sagen, ich glaube 8,99 € liegt der Driver, Holz 5,99 €, 4,99 € Hybrids und Eisen, hat seinen Preis, aber in dem Fall würde ich sagen auch zu Recht, zumal der Abstand nicht mehr wie früher so groß ist, sind ja alle teurer geworden. Driver heute schnell mal 600, 650 €, also für ein Leichtgewichtspaket zahlt man hier eben keine astronomischen hohen Preise, sondern für Hightech eben natürlich einen höheren Preis, aber sehr fair. Für mich bedeutet das im Fitting, für die Schwünge, die nicht mehr ganz so viel Power haben, kann das eine sehr, sehr gute Lösung sein. Hohe Effizienz, Hightech, Titan, rauf und runter und Wolfram und Carbon. Ich hoffe mal, der Satz bleibt jetzt ein paar Jahre im Programm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der von Saison zu Saison erneuert wird. Denn wenn man so ein Paket erstmal hat auf der Güte, das wird mit Sicherheit etwas länger im Markt bleiben. Und da freue ich mich schon drauf, die auch jetzt bald fitten zu können.